Ein herzliches Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche sind wir für Sie unterwegs. Diese Woche sind wir bis nach Niederbayern gefahren. Im Landkreis Landshut sind wir in der Gemeinde Tiefenbach. Die Gemeinde befindet sich 75 Kilometer nordöstlich von München und 65 Kilometer südlich von Regensburg. Sie grenzt unmittelbar an das Stadtgebiet von Landshut. In nur 15 Minuten ist man direkt in der Stadtmitte von Landshut. Das erste Mal in einer Urkunde erwähnt wurde der Ort Tiefenbach im Jahre 1136. Die Gemeinde, die aus 4 Hauptorten besteht, hat um die 4100 Einwohner. Wir haben das einzige Schallplattenpresswerk Bayerns besucht, waren beim Künstler Bernhard Kühlewein und auf einem Tierfriedhof. Und heute starten wir unsere Woche mit einem Spaziergang durch die Gemeinde. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt am Prell-Michi-Platz. Und da habe ich hier den Lorenz Braun, den zweiten Bürgermeister von Tiefenbach, neben mir. Grüß Gott, Herr Grüß Lorenz. Gott. Was heißt jetzt das Prell-Michi-Platz? Der Prell-Michi ist ein älterer Einwohner in unserer Gemeinde. Und der ist jeden Tag auf das Bangerl hergegangen. Seit einem Jahr kann er nicht mehr. Aber der ist jeden Tag da hergegangen, hat sich da hergesessen und hat auf Astumi geschaut. Ja, und dann, und dann, haben wir, haben wir den Platz, das darf ich mal hingemacht, aus Spaß und der Freude einfach. Schön. Ja, süß. Ja, weil hier hat man ja einen wunderbaren Blick, wirklich. Also das ist jetzt Ast. Das ist Ast. Und Ast ist jetzt ein Gemeindeteil, oder wie ist das in Tiefenbach? Ja, die haben 1970 durch die Gebietsreform, vor der Gebietsreform waren das zwei eigenständigen Gemeinden, Gemeinde Ast und Gemeinde Tiefenbach. Und die haben dann 1970 zusammengelegt worden und so ist der Hauptort ist Tiefenbach, der größere Ort. Und der kleinere Ort ist dann ist Ast. Und wo kommen Sie her? Aus Gleißenbach. Aus Gleißenbach, also das ist auch noch mal ein viel kleinerer Ort. Das ist ein kleinerer Ort, ja. Ja, okay. Und jetzt machen wir mit Ihnen zusammen einen kleinen Spaziergang. Und Sie zeigen uns ein paar Orte. Das macht man. Sehr gut. Genau. Dann gehen wir mal. Okay, also hier sieht man jetzt den Ortsteil Gleißenbach. Ja, richtig. Das ist der Ortsteil Gleißenbach mit einigen, die Schrau haben. Da hinten ist Bad Ast. Und das sind die einzelnen Gehöfte aus Gleißenbach. Das waren früher lauter Landwirte. Heute nur noch vereinzelt. Die Vollerwerbsbetrieb machen. Ja, verstehe. Ja, das hört sich auf. Aber da hinten sieht man auch noch schön. Da wird noch gearbeitet am Feld, gell? Ja, genau. Es ist halt sehr landwirtschaftlich geprägt, ja. unser Gebiet. Und schön hügelig alles. Und schön hügelig alles, genau. Und Sie selber, also von welchem Hof kommen Sie? Den sieht man doch hier auch. Das ist der da. Und haben Sie auch noch Landwirtschaft? Wir haben auch Landwirtschaft, ja. Was macht ihr noch? Wir haben eine Kühe, ja, okay. Und Nachzucht, 140 Stück insgesamt und Acker- und Futterbau. Mhm. Und das heißt, also den Job als zweiten Bürgermeister, den macht man dann so, macht man das dann ehrenamtlich? Ja, tatsächlich, so nebenher. Genau. Was gibt es denn so für Vereine in der Gemeinde? Oh, viele. Schon? Viele. Wir haben 3 Kriegervereine, 2 Kirchen, Tiefenbach und Ast. Wir haben 4 Feuerwehren, wir haben 2 Sportvereine. Alles doppelt und vierfach. Ja, Tiefenbach einen und Ast einen. Ja. Mit, Tiefenbach hat um die 750 und Ast um die 800 Mitglieder, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Ja. Wir haben eine Landjugend, was haben wir noch für Vereine? Ja, Frauenbund und so Sachen. Also, und Sie, in welchen sind Sie überall dabei? Krieger, ja. Feuerwehr, Sportverein. Ja, okay. In Ast natürlich. Ja, in Ast dann. Mhm. Okay, und wo könnten wir jetzt hinfahren? Was würden Sie uns noch zeigen? Also ich darf jetzt über Gütersdorf nach 2 Kirchen fahren und dann nach Tiefenbach. Okay, dann machen wir das. Doch vorher eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute nimmt uns der zweite Bürgermeister Lorenz Braun mit in seine Gemeinde. So, Herr Braun, jetzt sind wir also in der Ortsmitte von Tiefenbach. Jetzt sind wir in der Ortsmitte, die neu entstanden ist jetzt in den letzten 3 Jahren. Aha. Wir haben
Da vorne haben wir unten drin eine Arztpraxis, oben auf sind lauter Wohnungen. Da haben wir Apotheke, im ersten Stock Arzt, im zweiten Stock sind noch leere Räume, die man noch für Praxis nehmen könnte. Die Raiffeisenbank und ein Versicherungsbüro ist da drin. In dem hinteren Gebäude kommt eine Eisdiele rein und ein Kaffee. Oben auch wieder Wohnungen. Das Gebäude dahinter, das ist ein reines Wohngebäude und das wäre ein Gasthaus. Hi. Das wird ein Gasthaus, ein Hotel mit Hotel. Aha. Weil das auch hier schon auch gefragt ist mit Hotel. Tagungshotel kommen sehr viele vom Flughafen runter. So. Wie lange braucht man zum Flughafen von hier? 25 Minuten. Ah, das ist gut, ja, das ist günstig. Und wo ist das Rathaus? Ist das dann auch hier? Rathaus ist da vorne. Das ist noch das alte Rathaus? Ja, ja. Mhm. Und der Maibaum kommt auch hierher? Der Maibaum kommt auch daher. Und das ist alles so gestaltet, dass man auch einen Markt da abhalten kann. Schön. Da haben auch die Anschlüsse für die einzelnen Hütten schon mit versehen. Da soll ein Mittelpunkt einfach werden in dem Dorf. Aber was war da vorher? Ein altes Gasthaus. Ei, und das musste man abreißen? Das war baufällig. Aber es war schon immer natürlich das Ortszentrum hier. Das war immer schon das Ortszentrum, war aber verwaist, über viele Jahre nicht mehr betrieben worden. Und das hat dann die Gemeinde gekauft, die ganze Fläche. Und die Raiffeisen Eching, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, die Raiffeisen Eching, hat das Ganze dann bebaut. Aha. Ja, cool. Dann hat man hier wirklich jetzt einen neuen Mittelpunkt geschaffen, der wieder belebt wird vor allen Dingen. Genau, oder? Genau. Das ist dann genau. Das war unser Ansinnen. Das war, und vor allem, dass man halt Platz schafft für einen Arzt, für eine Apotheke, für einen Zahnarzt, dass die da bleiben. Weil das ist ja halt ein großes Problem auf dem Land, dass man Ärzte hat. Okay, und dann schauen wir jetzt noch hoch zur Kirche. Gern. Gut. So, das ist jetzt aber ein ganz schön steiler Weg hier hoch gewesen. Ja, das ist ein sehr steiler Weg. Die Kirche liegt sehr hoch über Tiefenbach. Da haben wir mal eine Fahnenweihe und da war eine Kapelle da, die hat noch nie bei uns gespielt. Und unten, wo der Berg angefangen, da haben die Spulen angefangen. Ja. Aber sie sind nicht recht weit gekommen, dann ist ihnen die Luft ausgegangen. Ja, weil es wirklich steil ist, das verstehe ich. Und dann sind sie ohne Musik hoch. Dann sind wir ohne Musik. Es herum ist dann wieder leichter geworden, ja. Ah ja, das ist also jetzt schon einer der höchsten Punkte hier wahrscheinlich in der Gemeinde, oder? Ja, ist schon einer der höchsten Punkte, ja. Da hat man auch einen schönen Blick durch die Bäume durch, ein bisschen auf den Ort Tiefenbach. Ja, also auch da sieht man wieder, Tiefenbach ist sehr eingegrünt. Also wir haben sehr viele Bäume, auch sehr viel alten Baumbestand in den Dörfern, was auch manchmal Probleme macht natürlich. Die müssen ja dann aufwendig abgetragen werden unten zwischen die Häuser. Aber hier hält man es aus, hier oben. Bei 30 Grad hält man es hier oben sogar aus. Weil ein Lifterl geht frisch und weil man Schatten hat. Also es ist schwierig, Tiefenbach von oben zu filmen, weil Tiefenbach schlecht einsehbar ist, weil rundum Bäume sind. Ja. Von der drüben Seite könnte man es eventuell noch probieren. Ja. Deswegen heißt es halt auch Tiefenbach, gell? Liegt halt unten drin. Genau, das ist. Und was gibt es hier so für Ausflüge? Kann man hier auch mit dem Radl rumfahren oder wird man verrückt, weil alles so hügelig ist? Also wenn sie gute Trickkraft haben, dann können sie. Gibt es schon ein paar Radwege? Viele. Ja? Wir haben viele so kleine Nebenstraßen in unserer Gemeinde, wo man durch die ganze Gemeinde fahren kann. Und unten an der B11 geht ja der Radweg, der kommt ja, da kommt man bis nach Moschberg rauf vorbei und bis nach Landshut rein. Und auch in der Gemeinde haben wir einzelne Radwege schon an die Kreisstraßen entlang gebaut, wie wir gesehen haben beim Herfahren von Tiefenbach auf Ast rauf und dann von Ast nach Vilsheim. Haben wir versucht, da in der Gemeinde Radwege zu bauen. Ist halt immer schwierig, scheitert oft. Oder ja, scheitern will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber der Grunderwerb ist halt immer ein bisschen ein Problem, dass man die Grundstücke kriegt, dass man einen Radweg baut. Und gibt's sonst eigentlich Probleme so hier in der Gemeinde oder Thematiken, die Bürger hier bewegen? Oder ist alles ganz idyllisch und es funktioniert? Also meistens. Es ist natürlich, wie in jeder Gemeinde, gibt es immer wieder mal irgendetwas, wo die Bürger unzufrieden sind. Wir haben zum Beispiel voriges Jahr haben wir halt sehr geplagt vor dem Hochwasser. Da hat es mal ein 150-jähriges Niederschlagsereignis gegeben. Und dann haben natürlich, können Sie sich vorstellen, das ist ein Kessel. Ja.
Und Tiefenbach ist halt der niedrigste Platz. Und dann ist das ganze Wasser aus dem aus die Umland, aus Ast, aus Zweikirchen, das kommt ja alles nach Tiefenbach runter. Und dann ist das Wasser durch Tiefenbach und irgendwann wird es einfach dann zu eng. Mhm. Und unten am Sportgelände, da haben wir dann eminente Schäden gehabt. Echt? Da haben wir dann große Überschwemmungen gehabt, weil das Wasser einfach nicht mehr durchgekommen hat. Und, aber da haben wir uns... Gibt es Lösungen sozusagen, wie man das jetzt hinkriegt? Alles wieder repariert. Ja. Die Gemeinde hat das Geld vollgeschossen, damit man das wieder reparieren kann. Es sollen auch Gelder geben vom BLSV. Oder der Staat hat ja auch versprochen, Aiwanger war ja da und hat auch gesagt, ja, sie werden sich bemühen, aber da hat es natürlich nichts gegeben, wie es so oft ist. Aber eben, plant man irgendwie, dass man, weil es wird ja vielleicht wieder mal irgendwie so ein Regen kommen, dass man da was schafft? Ja, da haben wir schon dran wahrscheinlich. Haben wir schon dran. Wir haben jetzt momentan gerade die ganzen Regenrückhaltebecken vergrößern, die wir rundum haben. Wir haben ja schon um die ganzen Baugebiete überall Regenrückhaltebecken drin. Aber die haben einfach das Wasser nicht mehr auffangen können. Und da versucht man halt. Und auch die ganzen Feldwege, die da rausgingen, die versucht man jetzt anders zu legen, damit die nicht gezielt zum Dorf laufen, dass das Wasser runterlaufen kann, sondern dass man oben wieder Querfahrten mit reinbaut, dass das Wasser aufgehalten wird. Also, da haben wir schon dran. Jetzt gerade kann man es sich nicht vorstellen, weil es so trocken und heiß ist. Das ist schon klar. Aber ich sage Ihnen ehrlich, mir braucht man es auch nicht wieder, so ein Hochwasser. Das, das sind dann schon eminente Schäden, die da auftreten. Ja, vielen Dank, Herr Braun, dass wir so einen schönen Spaziergang mit Ihnen machen durften. War sehr schön und wirklich eine schöne Landschaft hier. Kann man echt genießen. Ja, wir leben wir gern da. Ja, das verstehe ich. Dankeschön. Das war's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier aus der Gemeinde Tiefenbach. Bis morgen.